Die Preise, sage ich, ist es moderat, also ist normal, kann man sagen. Ja, wie überall. 6 Euro für den Glühwein ist natürlich schon viel. Könnte auch mal für den schmaleren Geldbeutel was dabei sein. Wäre schon geiler, wenn es billiger wäre, aber ist okay. Unglaublich. Ich meine, eine Glühweinherstellung kostet 20 Cent. Und dann verlangen sie 7 Euro, wir sind es von der Preis. Weihnachtsmärkte erfreuen sich heuer wieder großer Beliebtheit. Bei festlicher Beleuchtung trifft sich Jung und Alt zu Punsch und Glühwein. Die gestiegenen Preise erhitzen zwar so manches Gemüt, halten aber nur wenige davon ab, herzukommen. Wir haben uns am Karlsplatz umgehört. Warum haben Sie genau diesen Weihnachtsmarkt ausgesucht heute? Ehrlicherweise, weil unsere Uni gleich da drüben ist und wir gerade Übung hatten und wir entschieden haben, ja, einen Punsch danach verbessert den Tag. Wir sind hier mit der Schule, also mit der Sperrengasse. Wir waren vorher noch Bowling spielen und jetzt sind wir einfach hergekommen und wollen ein bisschen herumschauen, was es hier auf diesem Christkindlmarkt gibt und ja, ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen und ein bisschen herumschauen, ja. Man hat sehr viele kulturelle Standeln, also noch, wie sagt man, Handwerkskunst und so. Und es ist einfach schön und lieblich hier. Die meisten StandlerInnen sehen sich gezwungen, die gestiegenen Preise für Getränke und Lebensmittel an die Kundschaft weiter zu verrechnen. Wir haben eine 50 Cent Erhöhung, so circa, aber nicht bei allen Produkten und wir haben es versucht, recht niedrig zu halten. Also die Brote haben sich erhöht von, vor 3 Jahren waren es 4 und 5 Euro und jetzt haben wir 5 und 6 Euro. Im Vergleich zu München, ich komme aus München, da sind die Preise eher noch höher, sagen wir mal so. Wirkt sich die Inflation auf das Konsumverhalten der BesucherInnen am Weihnachtsmarkt aus? Wird jetzt weniger Punsch getrunken? Meine Frau und ich, wir kaufen uns einen Glühpunsch oder Käsekrein oder irgendwas dazu und das mit den hat es sich dann. Also, was man merkt, ist, dass das asiatische Publikum und das russische Publikum halt ausbleibt, was für den Weihnachtsmarkt quasi schon relevant war. Nein, ich glaube nicht, dass es viel weniger ist. Vielleicht schauen sie schon ein bisschen drauf, vielleicht ist es bewusster. Aber nicht unbedingt weniger. Es ist schon so, nach 2 Punsch gehen die Leute nach Hause. Und auch vom Trinkgeld her. Also es war schon, was ich in Erinnerung habe, großzügiger.